Wer hat zu wem folgendes Zitat gesagt? Zitat: Bah, was habt ihr für eine fiese Charakter? Wer? Feuerzangenbowl? Okay, und wer zu wem? Der eine Lehrer. Bömmel, genau. Lehrer Bömmel zu den Jungs, die ihm den Schuh versteckt haben und ihn dann mit seinem Ringelsocken haben durch die ganze Klasse geschickt. Also, heute geht's um fiesen Charakter. Und in dem Fall nicht um den fiesen Charakter von Schülern, sondern um Lehrer. Genau genommen um Irrlehrer in der Gemeinde. Es geht also um Prediger, die hier vorne stehen und predigen, die aber eigentlich Lügen predigen. Wir sind in einer Reihe über den zweiten Petrusbrief und wir wollen uns heute anschauen die Verse 10 bis 19 im zweiten Kapitel. Eigentlich würde man ja denken, dass es solche Typen gar nicht geben darf, die so vorne stehen und die einfach Zeugs erzählen, was nicht stimmt. Aber ich fand das total gut, dass beim letzten Mal, wo wir den Einstieg in das zweite Kapitel vom zweiten Petrusbrief gewagt haben, direkt danach Jürgen und Robert hier vorne waren und gesagt haben, ja, ist eher schon mal, kann schon mal passieren, dass man auf eine Veranstaltung geht und den Eindruck hat, dass was da von vorne kommt, der sagt zwar was und das hat irgendwie auch ein christliches Gewand, aber es ist eigentlich nicht das, was Christentum ist. Es ist eigentlich nicht Jesus drin, obwohl außen Jesus draufsteht. Und ich möchte gerne mit euch heute mir die Frage beantworten, warum sind diese Irrlehrer eigentlich so gefährlich? Und da heißt es in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 18, denn sie führen stolze, nichtige Reden. Und das ist das Problem. Du hast da jemanden stehen, der kann einfach gut reden. Und ich weiß nicht, ob dir sowas schon mal über den Weg gelaufen ist, aber nicht alles, was sich gut anhört, ist wahr, weil es sich gut anhört. Ich muss im Rahmen meines Theologiestudiums mal eine Weile an der FU-Kurse nehmen. Und da saß vorne jemand, der sagt, ich bin Fideist. Und denkst dir, boah, coole Sache, ja, ein Fideist. Also irgendwie hat das was mit Glauben zu tun, ja, Fides Glauben, ja, toll, ja. Ich bin Fideist, ich bin Theologieprof, aber ich glaube nicht an die Auferstehung und ich glaube eigentlich auch nicht an Gott. Aber ich bin Fideist, ich glaube irgendwie an den Glauben. Ja, also das hört sich total toll an, aber wenn du dann so ein bisschen nachbohrst und so ein bisschen kratzt und das ist so wie bei einem Auto, das durch einen Lack noch zusammengehalten wird, ja, und du kratzt so ein bisschen und dann plepp, ja, stellst du fest, dass dahinter eigentlich kein Metall mehr ist. Ja, das kann einfach passieren. Da wird einem wertloses Zeugs angeboten, aber es wird in so eine schöne Hülle gepackt. Und wenn man es so das erste Mal hört, dann vermittelt das so den Geruch von Wissenschaft, so die Aura des Gelehrten. Du stehst vielleicht staunend und sagst, boah, was hat der für Worte gebraucht? Alles super, ja. In Wirklichkeit nichtig und nutzlos. Nochmal, 2. Petrus, Kapitel 2, Vers 18. Denn sie, das sind die Irrlehrer, führen stolze, nichtige Reden und locken, jetzt merkt ihr, jetzt wird's, wenn die einfach nur quatschen würden und jeder würde sich sagen, ja, lass den reden. Ja, die reden und es gibt Leute, die hören das und sagen, boah, was, tolle Sache. Und locken, und jetzt kommen zwei Begriffe, die sind typisch biblisch, mit fleischlichen Begierden und Ausschweifungen diejenigen an, die kaum denen entflohen sind, die im Irrtum wandeln. So, das ist jetzt ein bisschen schwierig formuliert. Ich versuche das mal in unsere Sprache zu übersetzen. Sie locken solche, die ganz jung im Glauben sind, echte Nachfolger Jesu Christi, zurück auf einen heidnischen Lebensstil. Was hier beschrieben ist mit diesen beiden Begriffen, fleischliche Begierde und Ausschweifung. Ja, das kann ja nichts Gutes sein, auch wenn man es vielleicht noch nicht genau weiß, was es genau bedeutet, aber das klingt einfach nicht gut. Das ist ein Lebensstil,
der zügellosen Lustbefriedigung. Ich lebe eigentlich nach dem, worauf ich Bock habe. Und da stehen Leute und sagen zu jungen Christen, hört mal her, ihr könnt eigentlich leben, wie ihr wollt. Das ist die Botschaft, die von vorne kommt. Tu, was du willst. Und logisch, dass das junge Christen, die jetzt gerade anfangen, mit Jesus zu leben, dass das im ersten Moment irgendwie gut klingt. Ja, es klingt nie gut, wenn du sagst, das darfst du nicht und das darfst du nichts und das darfst du nichts und das darfst und das auch verboten und übrigens da auch nicht und das und das und das und das. Das klingt nie gut, wenn dann einer kommt und sagt, alles erlaubt. Ach, schön. Es stimmt aber nicht. Das ist das Problem. Es stimmt einfach nicht. Ich möchte mit euch kurz in den ersten Petrusbrief gehen. 1. Petrus, Kapitel 4. Und einfach mal über die ersten drei Verse hinwegfliegen. Und ihr müsst nicht jedes Wort verstehen, aber ihr müsst die Idee verstehen, die dahinter steckt. Da heißt es, 1. Petrus, Kapitel 4, Vers 1. Da nun Christus im Fleisch gelitten hat. Also als Jesus Mensch war, da war sein Leben nicht einfach. Und das war so schwer, dass er am Ende an einem Kreuz gelandet ist. So waffnet auch ihr euch mit demselben Sinn. Bereitet euch innerlich darauf vor, dass Leben als Christen nicht leicht ist. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Das ist interessant. Wenn du einmal bereit bist, um Christi willen echte Nachteile in Kauf zu nehmen, dann hat das auch Auswirkungen auf deinen Umgang mit Sünde. Dann sagst du, Schnitt, ich will mit Sünde eigentlich nichts mehr zu tun haben. Denn wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen, um die im Fleisch, das heißt die Zeit, wo wir noch leben, wo man uns noch anfassen kann, um die im Fleisch noch übrige Zeit nicht mehr den Begierden der Menschen, sondern dem Willen Gottes zu leben. Denn die vergangene Zeit ist genug. Und ich mag diesen Satz. Es ist genug. Versteht ihr das? Wir haben eine ganze Weile, bevor wir Christen geworden sind, wir haben eine ganze Weile nicht nach dem Willen Gottes gefragt. Wir haben einfach gelebt wie alle anderen. Und was Petrus hier schreibt, ist Schluss. Es ist einfach genug. Wir haben schon genug Dreck am Stecken. Wir haben uns schon zu lange um uns selber gedreht. Schluss. Wenn du gesoffen hast früher, hör auf damit. Wenn du gelogen hast, Schluss. Wenn du habsüchtig warst, Ende. Wenn du neidisch warst, Game over. Wenn du ständig auf Party warst, bis der Arzt kommt, hör damit auf. Wenn du dich nie um andere gekümmert hast, so ein selbstsüchtiges Schwein warst, Schluss. Wenn du vor der Ehe mit Frauen rumgemacht und mit ihnen geschlafen hast, Ende. Wenn du mit Esoterik und Okkultismus rumgespielt hast, Punkt, Schluss, Ende, aus. Es ist einfach genug. Versteht ihr? Es gibt einen, das ist das Spannende, Bekehrung ist so ein Punkt im Leben. Wenn ich das mal so, das ist Punkt, okay? Und ich komme wie einer, der sich um sich selber dreht, hier an dem Punkt, wo ich dann irgendwo dem Wort Gottes begegne und dann feststelle, boah, Jesus ist tatsächlich für meine Sünden gestorben. Er hat wirklich am Kreuz für meine Schuld gelitten. Er hing da, weil ich gesoffen, gelogen, gehurt, gestohlen, deswegen hing er da. Nicht, weil ich die Wahrheit gesagt habe, so nett mit den Leuten umgegangen bin, immer so hübsche Geburtstagsgeschenke ausgesucht habe. Deswegen hing er da nicht. Und jetzt komme ich an diesen Punkt und ich muss eine Entscheidung treffen. Und die Entscheidung, die Bibel nennt das Bekehrung, die Entscheidung ist keine kleine Sache. Wenn du über diesen Punkt hinausgehst, wenn du sagst, ich will mit Jesus, wenn du sagst, ich gehe dahinter weiter, ich traue mich, diesen Weg zu gehen, ich traue mich, dem Ganzen da hinten Ade zu sagen, dann ist das der Startschuss für ein neues Leben, wo das, was früher normal war, rausfliegt. Und an der Stelle kommen jetzt die Irrlehrer wieder zum Zug. Denn die falschen Lehrer kommen jetzt und sagen, ha, es ist alles nicht so, ja, lass dir das nicht einreden, bitte, ja.
Bekehrung, neues Leben mit Jesus, ich bitte dich, ja, das darf man alles nicht so furchtbar ernst sehen, das wird schon nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, hä? Kennt ihr den Spruch? Ja, alles wird nicht so heiß gegessen, wie es gekocht wird, ja, vorher, nachher, nicht mehr sündigen und heilig leben, ey, komm jetzt mal, bisschen in der Gegenwart bleiben, wir sind 21. Jahrhundert. Ja, das Problem der Irrlehrer ist, ich lese es nochmal, denn sie führen stolze, nichtige Reden und locken mit fleischlichen Begierden durch Ausschweifungen. Das heißt, genau durch das, wo wir heute sagen würden, was so der Trieb, ja, das, was sowieso aus dir herauskommt, das, was alle machen, damit locken sie diejenigen an, naja, die noch ganz jung im Glauben sind. Weil wenn du älter bist und so einer, der vorne steht und sagt, mach ruhig das, dann würde jeder von euch hoffentlich sagen, haha, so ein Unsinn, kann ja nicht sein, stimmt doch nicht, ja, steht doch in der Bibel anders. Steht doch schon im Alten Testament, soll's nicht. Ja? Können wir doch im Neuen Testament nicht sagen, alles easy. Und trotzdem passiert das. Durch die Jahrhunderte immer wieder, dass Menschen kommen, sich auf die Kanzel stellen, eine riesen Gefolgschaft hinter sich herziehen, mit der These, du kannst leben, wie du willst. Und das Verrückte ist, Vers 19, sie versprechen ihnen Freiheit, während sie selbst Sklaven des Verderbens sind. Denn von wem jemand überwältigt ist, dem ist er auch als Sklave unterworfen. Ihre Lehrer versprechen etwas, was sie nicht halten können. Sie sagen, Freiheit, folge mir und alles wird gut. Aber sie können das Versprechen nicht einlösen. Und zwar nicht einmal im Ansatz. Weil das Einzige, was dich wirklich frei machen wird, das Einzige ist die Wahrheit. Jesus sagt, Wahrheit macht frei. Lügen werden immer versklaven. Das wird einfach so sein. Wenn du in deinem Leben irgendwo eine Lüge glaubst und du gehst da nicht ran, dann wirst du irgendwann von dieser Lüge beherrscht werden. Und das, was dich beherrscht, ist der Herr in deinem Leben. Nochmal, das, was dich beherrscht, ist der Herr in deinem Leben. Entweder es ist Jesus und du sagst, ich werde auf Gedeih und Verderb diesem Jesus folgen, ob mir das passt oder nicht passt. Wenn er sagt, Hü, werde ich Hü leben. Und wenn er sagt, Hot, werde ich Hot leben. Entweder ist das deine Entscheidung und das ist die Entscheidung, die wir treffen, wenn wir uns bekehren. Wir folgen Jesus nach. Und er ist wirklich Herr. Und wir suchen seinen Willen. In der ganzen Schwachheit unseres Lebens. Mit dem Hinfallen und wieder aufstehen und weiterlatschen. Keine Frage, ja? Aber wir haben eine Ausrichtung. Wir laufen diesen Weg, wir laufen auf dem geraden Weg Richtung Ewigkeit, Richtung Jesus. Und wenn du sagst, nee, das will ich nicht, dann wird das, was du dann zu deinem Gott machst, egal ob das deine Sexualität ist, ob das deine Zunge ist, also die Art, wie du redest, ob das dein Geldbeutel ist, dein Beruf ist, ob das deine Sorgen sind oder der Zeitgeist, es spielt überhaupt keine Rolle. Wenn etwas anderes in deinem Leben das Recht bekommt, deine Zeit und dein Geld zu planen, als der Herr Jesus. Und im Moment kann das Fußball sein. Das muss uns einfach klar sein. Du kannst zum Götzendiener werden durch Fußball. Das ist irre, oder? Aber so etwas kann ein Herz in Beschlag nehmen und Menschen wegziehen von Gott. Ist ganz einfach. Es ist egal, was es ist. Wenn du sagst, Jesus ist mein Herr und du driftest weg davon und etwas anderes packt dein Herz und beherrscht es, dann bitte glaube nicht, dass das Jesus egal ist. Denn er stellt uns vor die Wahl, entweder leben wir für ihn oder wir leben für uns. Und wir müssen uns entscheiden. Und diese Irrlehrer, die sich vorne hinstellen und sagen, alles nicht so schlimm. Du musst dich nicht entscheiden. Ja? Du kannst beides haben. Du kannst leben, wie du willst. Du kannst dir aussuchen aus den Geboten Gottes, was dir gefällt. Du kannst alles das verwirklichen, was du schon immer verwirklichen wolltest. Und du kannst Ewigkeit haben. Du kannst mit mir leben, mit Jesus. Wer sich da hinstellt, das sind Leute, die führen wirklich in die Irre. Die sind im Grunde genommen für die, die auf sie hören, eine Riesenenttäuschung. Schaut euch mal Vers 17 an. Da wird über die Irrlehrer gesagt, diese sind Brunnen ohne Wasser.
Oh, ich mag dieses Bild, ja. Stellt euch vor, du gehst zu einem Brunnen, ja. Und jetzt ist so wie hier draußen, ja. Du gehst richtig lange spazieren. Sagen wir 3-4 Stunden. Die Sonne knallt dir aufs Haupt. Und du kommst an den Brunnen und die Zunge hängt irgendwo so kurz vor deinen Fußspitzen. Und du denkst dir, boah, endlich. Ja. Und du gehst zu dem Brunnen, du hast eine Flasche in der Hand, ja. Und jetzt stell dir vor, die Flasche, ja. Leer. Boah, ist das enttäuschend. Ich weiß nicht, ob du das jemals erlebt hast, so eine Enttäuschung, wenn du richtig Durst hattest und dachtest, im Kühlschrank steht noch ein kaltes Bier. Und du machst den Kühlschrank auf und irgendeiner war vorher dran. Und du hast dich den ganzen Weg nach Hause im Auto, in diesem heißen, stickigen Auto auf dieses kalte Bier gefreut, ja? Und dann stellst du fest, dein Schwiegersohn hat's getrunken. Also irre Lehrer sind für die, die ihnen folgen, eine herbe Enttäuschung, sind wie Brunnen ohne Wasser. Und dann heißt es hier, und Nebel vom Sturmwind getrieben. Nebel, das ist die Idee, es steigt so ein Dunst aus dem Wasser auf, ja, und alle denken, boah, jetzt gibt's aber hoffentlich mal richtig Regen. Und dann kommt ein Wind dahin und nichts mit Regen. Und einfach eine Enttäuschung. Du hoffst auf Fruchtbarkeit, du hoffst auf Sattheit, du hoffst davon, was zu kriegen, etwas, was dich im Innersten ausfüllt. Flautsch dich, da kommt nichts. Wenn du irre Lehrern folgst, dann gehst du einen Weg, der dich am Ende, wie es hier heißt, ihnen ist das Dunkel der Finsternis aufbewahrt. Boah, überleg dir das mal. Da kommst du nicht ins Licht, da landest du in übelster Finsternis. Dabei haben diese Irrlehrer eigentlich mal gut gelebt. Was das eigentlich Traurige ist, wenn ich jetzt so einer wäre, der sagt, okay, ich möchte mal richtig Geld verdienen, ja, und ich mache jetzt mal eine Irrlehre auf, wenn man das so richtig kommerziell machen würde. Das ist nicht, das ist zwar auch blöd, aber da würde man vielleicht sagen, ja, ist ein Geschäftsmodell. Bei den Irrlehrern ist das so, die waren eigentlich mal auf einem guten Weg. Schaut euch mal Vers 15 an. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte. Versteht ihr, was da steht? Abirren. Abirren heißt, sie sind einmal eine Weile auf diesem geraden Weg selber unterwegs gewesen. Sie waren gut unterwegs und irgendwann, ja, sind sie dann anders gelaufen. So halt einfach einmal so hier durch. Und sind an der Stelle rausgekommen, weit weg von dem, wo sie ursprünglich mal sein sollten. Ist irre, oder? Da geht einer eine Weile geradeaus und denkst dir, da kann doch nie wieder was passieren. Wenn einer einmal so in der Spur ist, der muss doch bis zum Rest seines Lebens gut laufen. Vergiss es. Es kann passieren, dass bei einem guten Prediger sich im Lauf der Zeit etwas einschleicht. Und das, was sich einschleicht, ist ein kleines Plus. Wisst ihr? So einfach nur so ein Plus. Das ist Jesus plus. Und es ist eigentlich fast egal. Jesus plus Selbstverwirklichung, Jesus plus Sex, Jesus plus viel Besitz, Jesus plus ein loses Mundwerk. Irgendwo etwas, wo du sagst, das gehört da nicht hin. Und jemand im Lauf seiner Zeit hört auf, an einer Stelle zu kämpfen, lässt an einer Stelle fünfe gerade sein. Hört nicht mehr auf den Willen Gottes und sagt, das ist mir eigentlich auch egal. Und das Verrückte ist, du kannst über Jahre und Jahrzehnte halbwegs gerade laufen. Und wenn du dann irgendwann aufhörst, dann driftest du allmählich ab. Und wenn du keine Korrektur bekommst, dann geht es dir, ja, wie Bileam. Bileam, Altes Testament. Nicht jeder von euch wird das Alte Testament so gut kennen, dass es bei Bileam sofort Schnipp macht. Bileam war ein Auftragsverflucher. Toller Job, eh? Also, wenn du mal jemanden brauchtest, ja, der so ein bisschen professioneller verfluchen kann, hast du dir Bileam geholt. Und Bileam ist eigentlich jemand, der in der Bibel so ganz merkwürdig ist. Weil auf der einen Seite hat er Kontakt zu Gott und er fragt dann Gott auch, Gott, soll ich dieses Volk Israel verfluchen? Ich habe da ein gutes Jobangebot von den Moabitern, die würden echt was auf den Tisch legen, ja. Hast du was dagegen? Und Gott sagt, ja. Okay, die kommen nochmal, verdoppeln ihr Angebot und Bileam fragt auch nochmal, hast du wirklich was dagegen? Und man merkt, wo sein Herz hängt. Er ist so profitgierig. Ja? Er möchte, er kann es kaum ertragen, dieses Angebot auszuschlagen.
Und er geht einen Weg, wo er immer zwischen diesen beiden, er möchte Gott schon so gefallen, dass nicht Gott gegen ihn ist, ja, aber ja, so die, er möchte das schon mitnehmen auch. So, und zwischen diesen beiden Positionen schwankt er die ganze Zeit hin und her. Und statt dass er auf dem geraden Weg bleibt und sagt, ich habe entschieden, für Gott zu leben. Und wenn Gott sagt Nein, dann ist das ein Nein, Punkt. Egal wie viel die mir anbieten. Statt dass es so läuft, macht er so ein so, ja, driftet so langsam weg. Ja, er verflucht sie nicht, richtig, ja. Aber er gibt ihnen ein paar gute Tipps, wie man sie trotzdem kaputt machen kann. Versteht ihr, ja? So viel Gehorsam wie gerade noch nötig, aber genug Negativität, um seiner Profitgier voll nachzufolgen. Also, er liebt, wie heißt es hier, den Lohn der Ungerechtigkeit. Die Knete für seine schmutzigen Tricks. Und wisst ihr, was Gott tut bei dem Mann? Und das ist eine der lustigsten Geschichten im Alten Testament. Er lässt einen Esel reden. Ja, 2. Petrus, Kapitel 1, nochmal 15 und 16. Sie sind abgeirrt, da sie den geraden Weg, ja, merkt ihr, den geraden Weg verlassen haben und sind nachgefolgt dem Weg Bileams, des Sohnes Beors, der den Lohn der Ungerechtigkeit liebte, aber eine Zurechtweisung der eigenen Gesetzlosigkeit empfing. Ein stummes Lasttier redete mit Menschenstimme und wehrte der Torheit des Propheten. Ein Esel ist schlauer, oder genau genommen eine Eselin ist schlauer als ein Prophet. Ist irre. Und das kann es geben. Dass wir mit Menschen konfrontiert werden, die in sich so zerrissen sind, dass sie, ja, dass der Hund, der vorhin da vorne lag, wo ist er jetzt, wo ist der Hund, ja, dass der Hund da unterm Tisch schlauer ist, als der hier hinter der Kanzel steht. Das ist irre, oder? Irre Lehrer leben und predigen Lügen. Sie leben wie Heiden und sie verkaufen ihren Lebensstil als Anführungs- und Schlusszeichen christlich. Und das ist eine Riesengefahr. Die große Gefahr besteht darin, dass man es ihnen nachmacht, gerade deshalb, weil sie so gut reden können. Weil sich das, was sie sagen, so gut anhört. Aber, und bitte nehmt das mit, gerade ihr Jungen, ja, nur weil sich etwas gut anhört, muss es noch lange nicht richtig sein. Wenn ihr das mitnehmt aus der Predigt heute, super wichtig, ja? Nur weil jemand quatschen kann, nur weil jemand Worte verwendet, die du vielleicht noch nie gehört hast, nur weil jemand Argumente bringt, wo du sagst, boah, ja? Lasst euch bloß nicht in dieser Welt von Worten beeindrucken. Macht's einfach nicht. Glaubt mir das einfach mal von hier vorne, ja? Also, egal was sich gut anhört, einfach so eine Grundskepsis. Und wenn ihr wissen wollt, wo man hinschauen muss, wenn man wissen will, ob jemand echt ist oder falsch, dann schaut euch das Leben der Leute an. Reden können viele, aber ob das, was sie sagen, stimmt, das ist viel heikler. Ja? Also eine tolle Show, ja, abziehen, so ein Feuerwerk hinter der Kanzel oder auf der Bühne oder im Klassenraum abbrennen, das ist eine Sache. Zu Hause das Leben, was ich sage, und dann etwas Leben, was dem Willen Gottes entspricht und was funktioniert. Das ist das Entscheidende. Und hier, wir müssen uns kurz darüber unterhalten, wo die Irrlehrer hier in die Irre gehen, weil Petrus schreibt das der Gemeinde, damit sie genau weiß, wo dürfen wir dem Verhalten der Irrlehrer nicht folgen. Es sind 4 Lebensbereiche, wo die Irrlehrer voll daneben langen. 4 Lebensbereiche, wo sie abgestürzt sind. Es ist der Bereich Umgang mit Worten, dann der Bereich Umgang mit, ich nenne das mal frei, Genussmitteln, Umgang mit Sexualität und Umgang mit Geld. Und ihr merkt, das sind 4 Lebensbereiche, wo, wenn man sich nur ein bisschen in der Bibel auskennt, man genau mitbekommt, da tickt Gott ganz anders als die Welt. Also wenn ich mir anschaue, was so Otto Normalmensch denkt in diesen 4 Bereichen, Reden, Sexualität, Geld und Genussmittel, richtig? Da? Ja, wenn ich mir das überlege und ich schaue mir an, was Gott denkt, da merke ich, das geht irgendwie nicht so richtig zusammen. Wir schauen uns das ganz kurz an. Umgang mit Worten, 2. Petrus Kapitel 2, da sind wir schon bis 10a gekommen und ich starte jetzt bei 10b.
Irrlehrer sind Menschen, die Herrschaft verachten, verwegene, eigenmächtige. Sie erzittern nicht, Herrlichkeiten zu lästern. Merkt ihr das? Ja? Herrlichkeiten, Autoritäten. Da gibt es Leute, das sind gottgegebene Autoritäten. Und hier in dem Zusammenhang, da sind das Dämonen, der Teufel. Also die gesamte böse Welt, die böse, unsichtbare Welt. Und sie machen sich lustig über den Teufel und denkst dir, boah, das kannst du doch nicht bringen. Vers 11. Wo Engel, die an Stärke und Macht größer sind, nicht ein lästerndes Urteil gegen sie, gemeint ist auch hier gegen die Dämonen, beim Herrn vorbringen. Diese aber, wie unvernünftige Tiere von Natur aus dem Eingefangen und Verderben geschaffen, lästern das, was sie nicht kennen. Lästern das, was sie nicht kennen und werden auch in ihrem Verderben umkommen. So, schwieriger Text. 2, 3 Punkte, die man mitnehmen muss. Es sind Eigenmächtige. Wenn jemand eigenmächtig ist, heißt es, da ist jemand arrogant, starrsinnig. Das ist jemand, der dreht sich um sich selber. Er will alleine sich gefallen. Und was gute Engel sich nicht trauen, nämlich über die bösen Engel zu lästern, das machen die. Und sie lästern das, heißt es dann in Vers 12, was sie nicht kennen. Und wer schlecht über etwas redet, was er nicht kennt, ist genauso klug wie ein unvernünftiges Tier. Lustig, hä? Ja? Jede Kuh ist so schlau wie der, der über etwas schlecht redet, was er nicht wirklich kennt. Und lästern heißt schlecht reden. Also, die Leute stellen sich hin und sie reden schlecht über den Teufel, sie reden schlecht über die Dämonen, sie reden schlecht über die Macht des Bösen. Und ich kann mir das gut vorstellen. Sie nehmen diesen ganzen Bereich des Bösen überhaupt nicht ernst. Sie meinen einfach drüber zu stehen. Ja, wenn ich anfange zu sündigen, muss ich irgendwie davon ausgehen, dass die Sünde, die ich tue, mir nichts anhaben kann. Aber das stimmt nicht. Weil die Sünde ist das Spielzeug des Teufels. Und da, wo du sündigst, bekommt der Teufel Macht über dein Leben. Und jetzt kommen Leute und sagen, nee, das stimmt nicht. Der Teufel kann mir nichts anhaben. Weit gefehlt. Es ist genau andersrum. Wenn du dich darauf einlässt, so über den Teufel und seine Macht zu denken, dann wirst du, wie es hier heißt, sein Verderben teilen. Und das ist übel. Macht die Welt sich über den Teufel lustig? Hä? Wie denkt man in der Welt über den Teufel? Was denkt ihr? Macht man sich lustig? Ja, muss man Teufel eingeben bei Google. Also der Teufel darf noch herhalten für so eine Zeichnung auf einer Diaboli-Pizza. Das ist ja gut, ja. Und steht dann für etwas pikant. Etwas darf teuflisch gut sein, was auch immer das bedeutet. Der Teufel darf auch für eine unendliche Zahl von schlechter B-Movies herhalten, ja, wo er alles Mögliche darf und nicht darf. Wenn heute jemand über den Teufel denkt, was hat man vor Augen? Na, man hat so ein süßes Kerlchen vor Augen mit zwei so Hörnern, ja, vielleicht so einem Schwanz da hinten dran, in einem etwas zu engen roten Latexanzug. Ja, das ist, ja, vielleicht noch so eine Pike in der Hand, ja, und vielleicht ist der eine Fuß auch so ein bisschen verkrüppelt oder sieht mehr so nach Pferd aus. Also irgendwie so. Aber dass noch jemand jenseits dieser Faschingsverkleidung ihn als den furchtbarsten und gewaltigsten Beherrscher dieser Welt versteht, der es wirklich schafft, und zwar teuflisch gut schafft, durch Lügen, durch Manipulation, durch Angst, Milliarden von Menschen in den sicheren ewigen Tod zu reißen. Ist das noch da? Nein, ist nicht mehr da. Geh mal zu deinen Arbeitskollegen, zu deinen Schulkollegen und sag, weißt du was, ich habe wirklich Respekt vor dem Teufel. Ich habe wirklich Respekt. Ich habe Angst, dass ich irgendwann ihm richtig auf den Leim gehe. Die lachen dich aus. Und das ist genau der Weg, den diese Irrlehrer gehen. Sie haben irgendwann aufgehört, die Macht des Bösen ernst zu nehmen. Und sie haben angefangen, sich drüber lustig zu machen. Und wenn wir den Weg mit Jesus gehen, dann darf uns das einfach nicht passieren. Wir müssen das einfach ernst nehmen an dieser Stelle. Umgang mit Genussmitteln. Ah, das ist eine ganz lustige Stelle, also für mich zumindest. Da heißt es, geht hier bei Genussmitteln um Essen und Trinken, okay? Wobei sie um den Lohn der Ungerechtigkeit gebracht werden.
Immer noch Vers 13. Sie achten sogar die Schwelgerei bei Tage als Vergnügen. Schmutz und Schandflecke, die in ihren Betrügereien schwelgen und zusammen mit euch Festessen halten. Also, Schwelgereien ist das Wort, um das es hier geht. Sie achten sogar die Schwelgerei. Schwelgerei ist wirklich Fressen, Saufen, Partykultur. Okay? Also damit wir es einfach richtig verstehen. Das ist das, wo du jemanden morgens um 9 siehst, wie er am Randstein steht und sich einfach die Seele aus dem Leib kotzt. Weil er die Nacht durchgemacht hat. Und du kannst nicht alles trinken in einer Nacht, ohne dass das passiert. So. Das sind die Typen. Und in der damaligen Zeit war es relativ normal, dass man schon mal abends auch gefeiert hat. Aber Schwelgerei bei Tage, wenn da also einer irgendwie Party all night long und den Tag dahinter auch noch macht. Da muss Petrus einfach sagen, sorry, wenn du feiern willst, wenn andere arbeiten, das ist einfach, das ist nicht okay. So funktioniert Christsein nicht. Bloß keinen Spaß verpassen, Genuss, etwas schmecken, Ablenkung haben. Was sagt Jesus zu dem Thema? Weil Jesus ist ja nicht dagegen, dass man gut isst und gut trinkt. Jesus ist der 800 Liter Rotwein auf einer Hochzeit macht. Und trotzdem gibt es ein zu viel. Es gibt ein, mein Leben dreht sich um die Party. Mein Leben dreht sich um den Genuss. Mein Bauch ist der Gott. Was sagt Jesus dazu? Und Jesus sagt etwas sehr, sehr Wichtiges. Er sagt, wenn du über diesen Punkt hinausgehst, über diesen Punkt der Bekehrung und auf dem geraden Weg bist, dann wird ein Aspekt zu deinem Leben dazugehören. Und dieser Aspekt heißt Selbstverleugnung. Du wirst nicht mehr nach deinen Trieben, nach deiner Lustbefriedigung leben können. Ich möchte euch zwei Verse vorlesen aus dem Lukas-Evangelium. Lukas Kapitel 9, Vers 23 und 24. Und es ist ein ganz, ganz wichtiger Vers, den wir verstehen müssen, wenn wir wirklich mit Jesus leben wollen. Es gibt ein Leben mit Jesus, was den Namen nicht verdient. Und dann gibt es ein Leben mit Jesus, was irgendwie echt wird. Und Jesus sagt Folgendes, Lukas 9, Vers 23. Er sprach aber zu allen, wenn jemand mir nachkommen will, wenn jemand sagt, ich möchte wirklich mit Jesus, wenn jemand mir nachkommen will, drei Dinge, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Ganz einfach. Die einen machen einen auf Party all night long. Ich, meiner, mir, mich. Hauptsache, es macht Spaß. Hauptsache, ich habe was davon. Hauptsache, ich fühle mich gut. Und Jesus sagt, nee, wenn du mit mir unterwegs sein willst, der verleugne sich selbst. Wir leben für Jesus. Punkt. Wo wir das nicht tun, ist Jesus nicht unser Herr. Dann ist dein Herr der Fußball, dein Auto, deine Karriere, deine Kinder, deine Nöte, dein Geld, deine Gesundheit. Ich weiß es nicht was. Ist mir auch egal, weil ich nicht hier bin, um euch irgendwie anzuklagen, sondern einfach nur, dass wir verstehen, worum es geht. Jesus sagt, der verleugne sich selbst. Dann schaue ich in mein Leben und sage, dieses Leben gehört nicht mehr mir. Es gehört jetzt Jesus. Und da, wo ich das sage, da sagt Jesus, der verleugne sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich. Und wenn ihr im alten Jerusalem gewohnt hättet und ihr hättet da, was weiß ich, so im ersten Stock eine Wohnung gehabt und da wäre unten die Meute vorbeigelaufen, ihr hättet jemanden gesehen, der sein Kreuz wirklich trägt. Also jemand, der so einen etwa zentnerschweren Querbalken über der Schulter hat und angetrieben von römischen Soldaten, die ihn von hinten peitschen, weil das Ding willst du nicht alleine tragen, durch die Straßen schlurft und links und rechts die johlende Meute, die weiß, was jetzt passiert. Denn sobald der an dem anderen Teil des Kreuzes, diesem Stehenden ankommt, wird man diesen Querbalken nehmen und ihn an diesen Querbalken befestigen mit Nägeln und ihn da kreuzigen. Wenn du dann runterschaust und du siehst so einen armen Kerl, der mit einem Balken auf dem Rücken da durch die Stadt läuft, dann weißt du eine Sache, ganz sicher, der, den du da vor dir hast, der hat mit seinem Leben abgeschlossen. Über den ist das Urteil gesprochen. Der hat keine Zukunft. Den gibt es eigentlich schon nicht mehr. Der läuft noch, aber der ist eigentlich schon tot. Und wisst ihr, was Christsein bedeutet? Ich habe mit meinem alten Leben abgeschlossen. Es gibt dieses Leben vor der Bekehrung und es gibt das Leben nach der Bekehrung.
Und dazwischen steht das Wort Gottes, was mir sagt, dass ich eingeladen bin, dem Herrn Jesus zu folgen, dass er kommen möchte, meine Last nehmen möchte, mein Leid nehmen möchte, meine Schuld nehmen möchte, meine Sünde nehmen möchte. Aber er möchte es zu einer, da gibt es Konditionen. Und das, was Jesus sagt, ist, ich nehme das, wenn ich danach in deinem Leben Herr sein darf. Ich möchte, dass du in mein Reich eintrittst. Und dazu gehört täglich das Kreuz aufzunehmen, täglich zu sagen, ja, wenn man so will, Nein zu sagen zu dem alten Leben und zu sagen, das alte Leben ist tot. Das, mein altes Leben ist mit Jesus am Kreuz gestorben. Da ist nicht nur die Sünde vergeben, sondern der alte Jürgen gestorben mit seinen alten Ideen, mit seinen alten Träumen, mit seinen alten Vorlieben, mit seinem ich-bestimmten, kaputten alten Leben. Und jetzt geht es darum, drittens, wie sagt Jesus das, wenn jemand mir nachkommen will, verleugne er sich selbst und nehme sein Kreuz auf täglich und folge mir nach. Ihm nachzufolgen, von ihm zu lernen, das zu tun, was er sagt, zu überlegen, wie ich sein Reich bauen kann. Das ist ein Riesending. Und wir werden dabei Fehler machen. Und wir werden dabei hinfallen. Und wir werden das nicht immer schaffen. Und trotzdem ist das die Einladung, die Jesus ausspricht. Und er begründet das, denn wer sein Leben retten will, wird es verlieren. Das ist ganz einfach. Egal, ob wir das im globalen Sinn verstehen und vielleicht überhaupt nicht zu einer Bekehrung kommen oder ob wir das im Kleinen verstehen. Wenn es irgendwo in unserem Leben einen Bereich gibt, wo ich sage, da darf Jesus nicht ran. Da will ich mein Ding drehen. Da will ich nicht. Und wir hatten vor kurzem das Thema Scham, vielleicht weil ich mich schäme, vielleicht auch weil ich Angst vor Veränderung habe. Vielleicht aus irgendeinem anderen Grund. Da will ich nicht, dass er rangeht. Da will ich weiter meins machen. Wenn es einen Bereich gibt, wo du sagst, den darf mir Jesus nicht wegnehmen. Ob das eine Einstellung ist, ob das ein Hobby ist, ob das ein Traum ist vom Leben, ich weiß es nicht was. Wenn du das sagst, dann fehlt dir an dieser Stelle der Kern von Jüngerschaft. Weil du etwas behalten möchtest, was eigentlich es nicht wert ist, dass du es behältst. Wo Jesus sagt, ich würde dir gerne so viel mehr geben. Du musst nur an dieser einen Stelle loslassen. Und solange wir nicht loslassen, solange wir unser altes Leben nicht wirklich loslassen, diese konkreten Schritte gehen, um von Jesus zu lernen und das zu tun, was er sagt, werden wir in der Nachfolge nicht vorankommen. Und das ist das Problem der Irrlehrer. Ja? Ich sagte Umgang mit Genussmitteln. Sie sind die Partylöwen geworden. Ja? Sie wollen alles und jetzt und ohne Grenzen. Und da bleibt einfach für Gott kein Platz mehr. Und das, was für Schwelgereien, ja, schönes Wort, gilt, das gilt natürlich auch für Sexualität. 2. Petrus Kapitel 2, Vers 14. Es sind Leute, die haben Augen voll Begier nach einer Ehebrecherin. Ja, also wenn die rumschauen, dann sehen die Frauen nicht als Frauen, schon gar nicht als Schwestern, sondern es geht immer nur darum, so von oben nach unten durchzutaxieren, ja, und zu schauen, na, könnte mit der was werden oder nicht? Fies, oder? Stell dir vor, du hast so einen Typen, der dich nur danach beurteilt, kriege ich sie rum oder nicht? Ich finde das total pervers. Die können nicht mehr normal eine Frau anschauen. Jeder Blick eine Mischung aus Begehrlichkeit und dieser Frage. Kriege ich sie rum? Nochmal, Vers 14. Sie haben Augen voll Begier nach einer Ehebrecherin und lassen von der Sünde nicht ab. Und wenn ich jetzt die Frage stelle, ist es das, wie die ganze Welt tickt? Tickt die Welt so? Mit dieser Frage immer im Hintergrund. Da muss ich sagen, irgendwie schon. Und es fängt mit der Werbung an, dass mir die meisten Produkte, man fährt hier den Nonnendamm raus und da gibt es irgendwann eine Werbung für Autogasanlagen. Ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Grünes Plakat mit einer pinkfarbenen, halbnackten Frau, fette Oberweite. So, und du fährst, und jedes Mal, wenn ich da frage, was hat die Frau auf dem Plakat zu suchen? Autogasanlage, bitteschön, ja? Da brauche ich doch nicht ein Bikini-Model. Und heute fuhr ich wieder an dem Ding vorbei und jemand hatte hier oben rüber ein Schild geklebt. Alles fake.
Stimmt. Es ist wirklich alles fake. Werbung wird gemacht mit Sexualität. Aber warum? Weil jeder so darauf getrimmt ist. Und es geht weiter über das Internet, wo es Milliarden von Pornoseiten, und es geht weiter über Internetportale, wo du dir deinen Seitensprung planen kannst. Wo ich sage, Entschuldigung? Die boomen. Die boomen. Warum? Weil viel zu viele Leute ticken, genau wie diese Irrlehrer hier ticken. Ja? Wo kann ich einen kleinen Seitensprung, ein kleines sexuelles Abenteuer, wo kann ich heimlich mir irgendwas reinziehen? So tickt die Welt. Und jetzt kommt Gott und sagt, also hör her, ein Mann, eine Frau, ein Leben lang, egal wie schwer es ist. Viel Spaß. Ja. Und vor der Ehe nicht. Und du denkst dir, na, doch, wir sparen uns das vor der Ehe. Wir lernen vor der Ehe die Dinge, die wir brauchen, damit wir es auf Dauer miteinander aushalten. Aber bestimmte Sachen gehören in die Ehe. Und ich werde im September ein Seminar machen zu dem Thema für junge Leute, was man lernen muss vor der Ehe. Und warum es gut ist, mit Sexualität zu warten. Und ich sehe, unter was für einem immensen Druck unsere jungen Leute stehen. Wenn sie das zugeben, wenn sie sagen, ich träume davon, in meinem Leben nur mit einem Mann zu schlafen. Ich träume davon, ich habe den Traum vom Prinzen noch nicht aufgegeben. Und ich werde diesen Traum mit Gottes Hilfe träumen, leben und zu Ende bringen. So wahr mir Gott helfe. Wahnsinn! Aber die Welt, die tickt anders. Und auch wenn wir in die christliche Kultur schauen, da ist manches, das ist christlich, wieder mit Anführungs- und Schlusszeichen. Und er sagt, naja, das ist alles nicht so schlimm, kannst du ruhig vorher machen, ja, außerhalb der Ehe, vor der Ehe. Wenn man sich nur liebt, ist das schon okay. Falsch. Einfach nur falsch, gelogen und gefährlich. Ohne Scherz, für euch Jungen, ja. Wenn ihr jemals eine Beziehung anfangt, ich hoffe, ich erwische alle Jungen, dass ich jetzt keine, ja. Wenn ihr jemals eine Beziehung anfängt, ich gebe euch jetzt ein Geheimnis mit. Ihr braucht jeden Futzel Segen Gottes, den ihr kriegen könnt, okay? Fangt nicht mit irgendeiner blöden Gräuelsünde an, wo du Gott schon mal gegen dich hast. Spaß dir einfach. Einfach nur ein Tipp. Und kommt zu dem Seminar im September, wenn ihr noch Fragen habt. Letzter Punkt und dann bin ich fertig. Schlechter Umgang, hat mir gesagt der Irrlehrer, erstens mit dem Bereich Worte, sie lästern einfach drauf los, selbst Sachen, die sie nicht kennen. Party, Genussmittel, ja, lassen sich völlig gehen, sind völlig trieborientiert. Sexualität und der letzte Punkt, logischerweise Geld. Da heißt es dann in 2. Petrus 2, 14, sie haben ein in der Habsucht geübtes Herz. Habsucht ist einfach dieser Punkt, wenn ich sage, ich will mehr haben, als ich wirklich brauche. Also ein Irrlehrer lebt von dem hat den Kanal nie voll. Kann nicht sagen, danke Herr, ich habe wirklich genug und gib den Rest weg. Kommt nie an diesen Punkt, wird immer noch mehr haben wollen. Das ist das, was die Irrlehrer auszeichnet. So, warum habe ich euch das erklärt? Ich habe es euch erklärt, weil es keine Rolle spielt, wie gut jemand reden kann. Weil es wichtig ist, dass wir in sein Leben reinschauen. Und wenn du diese Dinge in seinem Leben siehst, wenn du merkst, das findet sich wieder bei jemandem. Da ist jemand in diesen Bereichen einfach schlimm drauf. Dann sei vorsichtig. Dann pass auf, dass er mit seinen Worten dich nicht verführt. Ich habe mir gedacht, ich gebe euch zum Schluss noch 7 Punkte mit, die ihr euch merken könnt. Erstens, was machen wir mit der Predigt? 7 ganz simple Punkte. Ihr achtet darauf, dass ich kein Irrlehrer werde. Okay? Punkt 1. Punkt 2, wir helfen uns gegenseitig durch gutes Vorbild und auch in diesen Bereichen durch vielleicht auch mal kritisches Nachfragen, dass wir einfach diesen geraden Weg nicht verlassen. Okay? Wenn ein Irrlehrer es schafft, dann schaffst du es auch. Es kann immer mal sein, dass man irgendwie so einen Schritt zur Seite macht. Und dann, steh mal auf, dann schubst mich einfach wieder zurück. Ja? Ja? Das ist okay. Das ist, wenn das mal in deinem Leben passiert, dann sei nicht stinkig. Das ist gut. Es ist viel gefährlicher, irgendwo da abzudriften und dann im Nirvana rauszukommen. Okay? Also im Verderben. So, 2. Punkt. 3. Punkt.
Du glaubst nicht jeder Predigt. Sondern du schaust in der Bibel nach, ob es wirklich so ist. Okay? Weil, wie gesagt, man kann alles Mögliche verkaufen. Das ist entscheidend. Vierter Punkt. Sei vorsichtig, wenn man dir etwas als christlich verkaufen will, was alle machen. Ist es meistens nicht. Tut mir leid. Ja? Also es gibt natürlich ein paar Sachen, die machen alle, aber das sind also Sachen wie Autofahren oder verreisen oder so. Ja, gut. Fünftens. Wenn du heute gemerkt hast, ich habe mich verlaufen. Ich bin in den Bereichen Umgang mit Sprache, Umgang mit Sexualität, Umgang mit Geld oder Umgang mit Genussmitteln. Ich habe mich verlaufen. Dann tu doch einfach Buße. Ja, man kann Sünde bekennen und die Sache wieder vor Gott in Ordnung bringen. Sechster Punkt. Darf ich mal ein Jauchzen hören? Noch nicht. Halte das Jauchzen noch einen Moment zurück. Aber überleg mal, wir sind unglaublich gesegnete Menschen. Wir kommen aus einer Welt, die uns allen möglichen Blödsinn für Wahrheit verkauft und sich wundert, dass am Ende irgendwie keiner so richtig glücklich wird. Und wir dürfen wissen, was Gott dazu sagt. Und wir dürfen den anderen Weg gehen. Das fällt uns vielleicht nicht immer leichter, aber wir dürfen das. Wir haben wenigstens schon mal von der Orientierung her die richtige Richtung. Also wir mögen auf dem Weg nicht immer die schnellsten und klügsten sein, aber wir haben wenigstens eine Richtung, die stimmt. Wenn Mark Twain sagt, dass da, wo wir die Orientierung verloren haben, wir die Anstrengungen verdoppeln, das ist die Welt. Aber wir haben die richtige Richtung. Könnt ihr euch darüber freuen? Vielleicht sagst du, naja, das sind schon ganz schöne Ansprüche, aber du hast die richtige Richtung. Du weißt wenigstens, wenn du glücklich werden willst, da ist vorne. Und jetzt hätte ich gern einen Jauchzer dafür, dass wir die Bibel haben und die richtige Richtung. Ja! Ja! Das ist einfach gut, nicht immer nur, das darf ich nicht und es ist aber doof. Ey, da ist vorne zu kennen, ist so ein Segen. Und der letzte Punkt, wir dürfen uns auch ein ganz klein wenig fürchten vor dem abschließenden Urteil, was über die Irrlehrer gesprochen wird. Das heißt am Ende in 2. Petrus 2, Vers 14, sie sind Kinder des Fluches. Es sind verfluchte Leute, die unter dem Zorn Gottes stehen. Lasst uns das auch festhalten. Wenn es um Heiligkeit geht, dann ist Gott so, dass er es wirklich ernst meint. Lasst uns einfach keinen Abstrich davon machen.